Die Explosion am Himmel war unnatürlich hell und gibt Astronomieteams weltweit Rätsel auf. Zwei Teleskope des ATLAS-Projekts auf Hawaii hatten das mysteriöse Objekt entdeckt. Mittlerweile wurde es von mindestens 24 Teleskopen genauer untersucht und die Fachwelt ist in Aufregung, denn so etwas habe man noch nie im Universum gesehen. Einen Namen hat das Objekt allerdings schon, The Cow. Alles, was ihr noch zu dem mysteriösen Phänomen wissen müsst, jetzt bei Klicks und Science Fiction. Herzlich willkommen. Die Explosion am 17. Juni 2018 war ein ganz besonderes Phänomen, wie Kate McGuire, eine Mitarbeiterin des ATLAS-Projekts, berichtet. Die Explosion ist wirklich wie aus dem Nichts aufgetaucht. Entdeckt wurde sie von zwei Teleskopen auf Hawaii, schnell musste ein Name her und den bekam das Objekt dann einfach durch die zufällige Zuweisung von Buchstaben AT-2018-COW oder abgekürzt eben The Cow. Noch immer ist nicht klar, wobei es sich bei der Explosion gehandelt hat. Fest steht, das Objekt zeigte sich extrem hell, etwa 10 bis 100 mal heller als eine Supernova, wie wir sie kennen. Deswegen gingen die Forschungsteams auch zuerst davon aus, dass es aus unserer Galaxie stammt. Mittlerweile wurde diese Angabe korrigiert. Vermutlich stammt das Objekt aus einer Galaxie, die 200 Millionen Lichtjahre entfernt ist. Ihr Name CGCG-137068. Schon bald richteten sich nicht nur zwei, sondern mindestens 24 Teleskope weltweit auf das Phänomen am Himmel. Mittlerweile weiß man, dass die Explosion nicht nur besonders hell, sondern auch besonders schnell war. Die energiereichen Teilchen schossen mit etwa 20.000 Kilometern pro Sekunde nach außen. Ihre Oberflächentemperatur schätzen Forschungsteams auf bis zu 9.000 Grad Celsius. Wow, und es geht weiter mit äußerst ungewöhnlichen Messwerten, denn die Beobachtungen zeigten, dass die Explosion tatsächlich auf allen Teilen des elektromagnetischen Spektrums besonders hell war, von der Röntgenstrahlung angefangen bis zu den Radiowellen. In nur wenigen Tagen hatte The Cow ihre stärkste Helligkeit erreicht. Ein großer Unterschied zu den Supernovae, wie wir sie kennen, denn diese brauchen dazu meist mehrere Wochen. Eine Vermutung ist nun, dass es eine Supernova gewesen sein könnte und zwar vom Typ 1c. Das bedeutet, dass in einem riesigen Stern der Kern zusammengebrochen ist und seine äußere Hülle Helium und Wasserstoff verloren hat. Doch wie kam es dazu? Normalerweise ist der radioaktive Zerfall von Nickel dafür verantwortlich, doch die beobachtete Explosion war dafür deutlich zu schnell und zu hell. Und vielmehr Details, die gibt's immer noch nicht. Die Explosion gibt weiter Rätsel auf. Zitat: Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen. Es muss sich um ein sehr seltenes Objekt handeln. Das sagt beispielsweise der irische Astrophysiker Stephen Smart in einem Interview mit der Washington Post. Das große Rätselraten um The Cow derzeit verdeutliche unser Nichtwissen im Bereich der Astronomie und Physik. Weitere Messungen und Analysen sind jetzt aber in Planung und werden uns bald vielleicht mehr zu The Cow verraten. Doch selbst die Forschungsteams selbst sehen das erst in einigen Monaten. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die etwas unkalkulierbare Abo-Box hier auf YouTube und ihr verpasst kein Video. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir persönlich, von jedem Upload und zwar noch vor allen anderen täglich garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks und Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social Media Welt. Dafür hier klicken und auf keinen Fall die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, dafür auch draufklicken, wird ein Gamma-Blitz die Erde zerstören, der hellste Blitz aller Zeiten. Bis dann. Bleibt dran.